Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind auf der 1.8. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich noch beheben muss, aber soweit sieht das eigentlich sauber aus. Das Silo steht da, wo es hingehört, aber das würde ja, wenn, nur reinbacken. Aber die Bäume sind hier vorne etwas auf der Seite, das passt. So, dann wollen wir mal. Wir haben ja die Mosterei, ich habe immer Saftfabrik genannt, die Mosterei haben wir jetzt hier und wir haben eine Palettenproduktion. Da können wir mal zum Sägewerk springen. Da soll ja ein Platz freigemacht worden sein. Ja, hier vorne. Oh, die beiden Bäume muss ich aber noch wegnehmen oder verschieben. Ich würde sagen, eher verschieben. Hier passt also das Palettenwerk hin. Wo finden wir das? War so ein. Aber Palettfabrik, Palettenwerk hier. Müsste man also drehen. Gucken, wie man das hinsetzt. Ich würde es gern doch auch in den Zaun setzen. Umso mehr Platz habe ich vorne. Na gut, die eine Laterne macht ja natürlich auch keinen Sinn. Also umso mehr Platz haben wir hier vorne für, aber da müssen wir uns eh dann die, oder wir gehen, setzen die genau hier auf die Platte. Da müssen wir uns was mit dem Kurs überlegen. Aber gut, das ist jetzt noch nicht. Ich würde gern die Musterei mal schauen. Oh, da habe ich nicht genug Geld. Dann wollen wir uns mal erstmal bisschen was leihen. Oder ich habe hier einen Auftrag angenommen. Diese setze ich vielleicht erstmal in Bewegung. Feld 44 mit 100.000 Ballen pressen, weil mich würde interessieren, können wir auch besuchen. Feld 44. Hier ist der Big M schon am Mähen. Wo willst du jetzt hin? Vorgewende hast du abgeschlossen. Schauen wir mal, dass wir den hier vernünftig hinbekommen. Schalten wir noch mal an. Er will da zurück. Ich glaube, da war er. Also hier auf dem Rückweg. Oder? Ja, sieht so aus. Dann können wir die Ballenpresse, habe ich nämlich auch schon. Nein, nicht zurücksetzen. Ach, kommen wir gar nicht hin. Besuchen. Wahrscheinlich habe ich noch. Gesperrt. Genau. Dann wollen wir das mal aufheben. Abfahrer einstellen, dann können die nämlich schon mal arbeiten. Und
Ich leih mir mal wieder ein bisschen Kohle. Wir haben ja ein bisschen was gemacht. Ich habe noch mal Kartons verkauft. Und wir holen uns noch mal, ja, dass wir eine Million ein bisschen mehr haben, weil für die Musterei brauchen wir ja 1,4. Um 1,1 sollte. Für das auf jeden Fall ausreichen. Global Company. Und da gucken wir mal nach der Musterei. Da ist sie. Da war das Sägewerk. Ich hätte sie gerne da gehabt, wo. Wo bin ich jetzt hier? Ne, da ist. Hier hätte ich sie gehabt. Da. So hin. Aber das Gelände ist viel zu breit. Hätte ich dann mir mittig könnte ich es draufpacken, aber das passt jetzt nicht. Ich gehe dann doch lieber dazu über, das dahin zu packen, wo Fat Action das hat. Weil das scheint daraus dann auch von der Zufahrt besser zu passen. Und zwar hier. Muss ich es aber nochmal drehen. Weil hier von den sind ja hier zwei Zufahrten quasi. Und so. Ich hoffe, das ist jetzt mal so okay. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, und hier hinten haben wir dann auch noch ein Plätzchen. Mal gucken. Da wird er bestimmt auch noch was hinmachen. Weil eigentlich soll ich ja Silageballen machen. Aber da ich hier mit Seasons arbeite, brauchen die ja 72 Stunden. Ne, 48 Stunden, so. Also 2 Tage. Aber ich kann den Auftrag ja nicht 2 Tage halten. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, kann ich die, wenn die gewickelt sind, auch so bei der Gärtnerei abliefern. Ach, du hast noch Silage drin. Dann schmeiß die mal raus. Ja, du kannst erstmal hier warten. Muss ja verarbeitet werden. Du bringst Gerste zur Brauerei, das ist schön. Dich brauche ich für die Ballen. Du kannst Richtung Feld 44 mal los. Dann haben wir dich nämlich auch schon da. Und hier können wir am besten uns Papier holen und die zur Musterei fahren. Papier, genau. Eine. Ups, jetzt habe ich komplett ausgelassen. Eigentlich wollte ich nur 16 Paletten, aber. Ja, dann bleiben hier halt ein paar stehen. So, wir sind voll.
Dann lassen wir den mal. Oder fahren wir den selber eben runter. Komm, wir fahren den jetzt mal eben selber. Die anderen Sachen sind ja am Arbeiten. Der Ballensammel-LKW ist auf der Wiese, an der Wiese angekommen. Und das werden wir auf jeden Fall noch probieren, ob wir auch die gewickelten Grasballen bei der Gärtnerei abliefern können. Von der eigentlichen Einfahrt rein, also von oben. Gucken wir dann, ob wir dann vielleicht auch noch einen Weg von der Obstfarm einfahren. Macht ja wegen dem Obst Sinn. So, hier kommen wir jetzt gleich zu der Mosterei. Ich mache mal die Linien an. Da sehen wir sie schon. Also eine Einfahrt haben wir schon. Hier rüber. So, dann können wir hier auch abbiegen. Das hier als Einfahrt benutzen. Dann haben wir hier zwei Durchfahrten, einmal für die Karotten und hier ist der Trigger für die ganzen Paletten. Der scheint ja richtig groß zu sein, also können wir hier auch einfach überall abladen, oder? Oder gibt es da irgendwo... Der nimmt aber momentan nichts auf, oder? Nee. Ach, hier ist nur für die... Wo kommen die Paletten hin? Hier ist Wasser. Kommen die vielleicht hier hin? Oh! Warenannahme, Leerpaletten und Papier. Die kommen hier hin. Okay. Dann nochmal aufladen. Oder ich fahre jetzt erstmal den Kurs zu Ende ein. Also den Punkt können wir ja für die Obst nehmen. Wir hätten hier dann noch ein... Ich nehme an, hier kommt das Schweinefutter raus.
Und dann ist hier der Eingang für die Paletten. Jo, dann schließen wir den doch hier an. Einmal hier raus. So, dann nehmen wir die mal raus. Sagen jetzt hier, verbinde den mit dem. So, dann haben wir hier noch die zwei. Dann können wir gleichzeitig hier einen Wassereingang machen quasi. Wir öffnen mal. Hier kommt Wasser rein. Wasser abgeliefert. So, wie weit können wir? Dann setzen wir uns hier wieder auf den Kurs. So, das können wir so machen. Andere kann ja bleiben. Wir können, glaube ich, den einen Punkt mal wegnehmen. Den nehmen wir weg und verbinden gleich den mit dem. Dann passt das ganz gut. Hier ist, können wir mal die Paletten wieder aufnehmen. Und können die dann zur richtigen Stelle bringen. Also hier ist Obst, Gemüse, Zucker. Also Zucker auch noch. Dann legen wir hier am besten mal die Mosterei an, laden jetzt den Punkt Obst Gemüse Zucker Eingang. Das ist der Punkt, den ziehen wir dann zu der Mosterei, die sollte dann
X sollte dann verschwinden. Ja. Ja, gut, den können wir ja nicht Wasser nennen, sondern den müssen wir auch Musterei Wasser Eingang. Sollten wir vielleicht auch Obstgemüse auch ähnlich mit der Musterei benennen, damit wir da keine Verwechslung bekommen. Weil Papierpalettenanlieferung haben wir wahrscheinlich auch schon öfters. Musterei, Paletten, Papier, Eingang, ups. Dann liefern wir hier mal die Paletten ab. So, da werden auch sofort welche eingeladen. Also das passt. Denn die letzten auch. Nee. So, und jetzt gucken wir mal bei Feld 44. Zu rücksetzen würde ich nicht. Einmal eine Ladung. Ballen. Das war jetzt die so, jetzt sollte es funktionieren. Der Ballenwickler hängt bestimmt irgendwo auf einen Ballen, richtig? Deswegen machst du nicht weiter. Genau. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das Vorgewände hier wegbekommen. Hier bleibt beim Runden ganz schön was liegen. Ich hoffe, ich werde einmal voll. Aber das passt.
Na, der wild wollte nicht. Gut, dann nehmen wir den. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. So, wir sind voll. Und wir machen uns jetzt mal auf dem Weg zur Gärtnerei. Ist ja gleich hier um die Ecke quasi. Ja, wir sind ja gleich da. Brauchen wir nicht wie die Wilden überholen. So. Schauen wir mal. Zugmaschine. Leider sieht man den Punkt nicht so sehr. Ups. Ja, es wird aber sofort angenommen. Ach so, der Bereich ist ja viel weiter hinten. Also das passt so gut. Also das funktioniert. Wir schieben die mal hier noch rein. Und schicken ihn dann wieder zu Feld 44. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein. Ich werde die Mission zu Ende machen, werde dann ein paar Kurse bei der Mostlerei einfahren und ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.